Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod Let's Play von Minecraft. Dieses Mal Pixelmon mit sehr vielen anderen Mods, also insgesamt 29 Mods. Da sind auch die Required Mods drin. Und manche sind nicht angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Mod ist. Aber vor allem sind es ein Mod. Eine Art Modpack, es sind Dekorationen, NPCs, die man erstellen kann und vermehrt Blöcke, die schöner aussehen oder so. Und eben dieses Pixelmon, ein Pokémon-Mod, wo ja, es ganz viele Pokémons gibt und Items und so. Und ich habe es noch ein bisschen modifiziert mit dem Config. Und das Wichtigste in dem Ding ist, ich habe die Mobs, also die Dichte der Pokémon erhöht, dafür unterirdisch ein bisschen weggemacht und im Meer auch, weil sonst ist das ganze Meer wieder voll, wie dann damals bei meinem vorigen Let's Play. Also da habe ich Dance Ore-Ding, dass wir einfach ein bisschen mehr Ores finden oder so, oder zufällig, ob wir mehr finden oder nicht, oder ob wir weniger finden, und ein bisschen Anzeigemods, ja. Also, eins ist es noch, ich habe gemacht, dass mein Anfangs-Pokémon ein Shiny ist. Ich hoffe, es funktioniert, weil ich möchte gerne einen schwarzen Glurak haben, nicht irgendwie einen orangen. So, also, wie sollen wir unsere Welt denn gerne nennen? Ich nenne es mal Kanto, weil Kanto, das ist meine Lieblings-Pokémon-Region. Ich habe zwar Pokémon schon lange nicht mehr gespielt. Meine letzte Version war Feuerrot, ja, Feuerrot, die ich selber gespielt habe, und das war 2004. Also ich kenne mich nicht ganz so gut aus, aber kenne zumindest die Namen von den Älteren und wie sie so Attacken haben und so. Und ein bisschen durch den Server, den ich mal gemacht habe, Pixelmon Server, damals auf der 1.53 war es, oder glaube ich so etwas. Und ja, jetzt mal schauen, wie es sich so in der Mod entwickelt hat. Ich hatte ihn damals vergöttert, dieser Mod, und auch an der Anzahl der Videoaufrufe war es zu sehen, ihr mögt diesen Mod. Und deshalb möchte ich euch gerne diesen Mod wieder zeigen. So, ich mache mal beide an. Eins einfach zum, ja, wenn ich Hilfe brauche, kurz irgendwas cheaten kann, damit ich nicht, ja, neue Welt erstellen muss und so. Und Bonus-Tour einfach, damit wir ein bisschen schneller starten können. World-Type würde ich im Pixelmon-Mod auf Standard lassen, weil sonst werden die Sachen nicht so richtig gespawnt. Ja, die Pixelmon vielleicht auch nicht so. Aber ja, so reicht es, und ihr spielt am besten auf Peaceful, weil sonst mitten im Kampf irgendein Monster euch angreifen kann und euch tötet. So, also starten wir die Welt. Ja, ich habe einige Zeit gebraucht, um die Mods runterzuladen und dann zu installieren, weil sie meistens ja entweder nicht gingen oder irgendwas brauchte, wie sagen wir den Mod. Einfach diese Client-Mods, die dafür benötigt sind. So, und ja. Aber jetzt um 20 ab 12 Uhr nachts bin ich endlich soweit. Bin noch ein bisschen außer Atem. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen schnaufe, weil ich Sport gemacht habe. Und jetzt geht's mal los bei der Auswahl. Also, willkommen in der Welt von Pixelmon. Vielen Dank für die Installation dieser Modifikation. Jetzt wähle dein Starter-Pokémon. Also, da gibt es zuerst mal eine Reihe voller Pflanzen-Pokémon, dann eine Reihe voller Wasser-Pokémon und dann Feuer-Pokémon. Und das sind eigentlich immer die Starter-Pokémon einer Generation bis zur fünften Generation. Die sechste gibt es nicht, oder gibt es noch die siebte nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob es die siebte schon draußen ist mit Omega Rubin. Ist, glaube ich, noch die sechste. Ja, eigentlich müsste es die siebte sein. Okay, dann ist es die siebte.
Weil x und y sind ja Sechste. Und also ist das Siebte und Grau, Schwarz und Weiß, das ist die Sechste. Also wir nehmen Glumanda. Ich bin ein extremer Drachenfan und das sieht einfach cool aus in Schwarz-Grau mit roten Augen, glaube ich, oder so etwas. Sieht einfach cool aus, dann Glumanda, und das ist auch einer der stärksten Pokémon hier drauf. Also glaube ich, Plinfa ist noch ein bisschen stärker. Und wenn man physisch geht, Kanimani oder ich glaube Plamflamme ist noch psychisch, keine Ahnung. Aber wir nehmen Glumanda. Wir können alle anderen Pokémon auch noch nehmen. Und ja, eigentlich wollte ich ja das nicht. Genau das wollte ich nicht. In einem Schneegebiet spawnen. Mama, mach noch mal. Bis wir dann da draußen sind. Nein, danke. Kein Bock. So. Und ja, jetzt erzähl ich euch noch kurz, was besonders in meinem Let's Play ist. Ich werde ja Kunst, also ja, Gebäude und so bauen aus der Pokémon-Welt. Also bisschen, also es ist Fantasie von mir aus, aber als würde es in einer Pokémon-Welt sein. Und das heißt Städte, Dörfer, Arenen, Pokémon-Liga, Hafen, Zinnoberinsel, also so Inseln, Vulkaninseln, alles Mögliche. Und am besten noch so ein böses Team, wie zum Beispiel Team Rocket. Und das dürft ihr euch entscheiden. Das dürft ihr euch im Let's Play entscheiden, was ihr wollt und wie ihr es wollt, wenn ihr es also erfindet und so weiter. Ja, das ist sehr gut. Ich mache hier mal Spawn. So. Und scheinbar habe ich jetzt dieses. Hallo? Ah, mit der. Genau, Shiny. So. Weil ich liebe Shinies und es lag kurz einen Moment, aber wahrscheinlich nur wegen der Work-Generation. Weil ich habe Optifine und Fastcraft drin, also soll das eigentlich nicht so laggen. Scheinbar ist es auch ein bisschen von der Größe der Mods und so. Tut mir leid. Aber jetzt geht es wieder flüssiger, genau. 60 FPS, das reicht. Nicht höher, bitte nicht höher. Ah, die Truhe, genau. Wo ist die Truhe? Hallo? Dort ist sie. Das hilft uns schon ein bisschen weiter. Ja, danke. Wirklich super. So, jetzt werde ich dann sehen. Und wir haben schon mal was etwas Gutes. So, können wir das gleich abbauen. Genau. So, wo seid ihr, Pokémons? Da ist eins. Das ist ein Safcon. Ja, das kenne ich noch. Dass da hinten scheint ein Splitter von einem Blattstein zu sein. Das ist eine gelbe Aprikoko. Genau. So, und bitte nicht allzu oft lecken, sonst muss ich ein bisschen die Einstellungen runter machen. Weil ohne Fraps leckt es nicht. Fraps braucht leider ein bisschen viel Leistung. Bei Minecraft, nur bei Minecraft, glaube ich. Also ja, bis jetzt. Also die sammeln wir mal ein, damit wir sie setzen können. Und ich habe. Was ist das eigentlich? Quests. Ah, das ist wahrscheinlich vom Custom NPC Mod. Inventar, nein, aktiviert. Rezeptmodus, sehr wichtig. So. Können wir uns schauen, was wir so craften können. Also es gibt richtig viel. Manche Blöcke haben nicht richtige Texturen. Das muss ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich einfach das Texture Pack dann ausmachen für die Sachen, damit die sehen, was das ist. Und genau. Nein. R. Ja, R. Also Aluminiumblech können wir noch nicht so herstellen. Ja, da müssen wir einen Pokémon Center finden. Einen Kadabra Level 23.
Da haben wir keine Chance. Aussetzer. Teleport hat er benutzt. Ich habe wollte abhauen, konnte nicht. Und dann hat er Teleport benutzt und ist abgehauen. Okay, dann ist er halt abgehauen. Ist mir egal. Nein, nicht Ulgar, bitte nicht. Das ist schlimm. Und Rigal Fortentwicklung von dem dort hinten. Dem Knuffelzo. Oh, 1 Million und also 10 Millionen und 1. Mhm. Also. Ich mach mal hier eine Basis irgendwo dann. Oder beim nächsten Pokémon Center, genau. Ist jetzt hier nichts getan. Ah, da sind sie. Genau. Also eine Basis, dort okay, dann nehmen wir wieder zurück. Natürlich. Und darf mich dort auch hin teleportieren. Weil sonst ist es zu schwer. Also. Oh, nicht klicken. Weil sonst ist es zu weit zum Laufen im Let's Play. Und dann mache ich überall Städte hin und alles weiter. Und ich habe das nicht bekommen. Und ist das da sie? Ja. Das sind schwarze. Für mich sind das graue, aber es sind schwarze. Ah, die werden ins Inventar reingeschaut. Und hier ist ein Pikachu und ein Trainer. Süße Trainer. Oh, süß. Noch ein Trainer. Genau das meine ich mit im Wasser viele Monster sind, sonst als viele Pokémon sind. Sogar ein kleines. Weil, dann habe ich es runtergestellt. Oh, tut mir leid, aber du kommst eigentlich nicht mehr hoch. Ich muss ihm helfen. Kommst du wieder hoch? Hm. Also, dann mal wieder Platz machen, bitte. Wieso habe ich so kleine Mods, Alex? Durch die Mods. Weiche Beleuchtung. Minimum. Smooth Lighting Level. Brauche ich nicht so, oder? Mache ich hier ein bisschen runter. So. Ich hoffe, es laggt jetzt nicht mehr. Hab das mit Mods so. Und wir haben einen Erfolg. Pokeloot FTW. Für etwas zu finden. Und das ist ein Wasserstein. Wow. Ich will einen Quappo. Ich will noch andere mit Wassersteinen haben. Es gibt es zum Beispiel ein Aquana gibt es. Oh. Irgendwas ist problematisch gerade. Offer Waffe habe ich ausgemacht, das nervt sonst nur. Kann ich danach mal anmachen. Better Snow, Better Grass. Machen wir Better Grass auf Fast. Und irgendwo hat es jetzt auch noch Better Trees Default. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr Trees aus habt, dann leckt es nicht. So. Aber die Chunks werden sowieso schnell geladen. Eigentlich könnte ich die Chunks auch rausnehmen, dass die schneller geladen werden. Also es leckt leider immer noch ein bisschen. Ja, ich mag Fraps überhaupt nicht, tut mir leid. Aber das ist bei mir immer ein bisschen problematisch, weil 64-Bit. Das ist Performance. Da Performance muss es sein. Load Far, Fast Render, Smooth World. Stabilisation, okay. Hallo? Na, dann lass ich es aus. Fertig. Dann lass ich es aus. Also, es geht weiter. Ich will eigentlich ein paar Pokémon angreifen, aber scheinbar gibt es nur hochlevelige Pokémons. Hier. Das ist nämlich ein Birkenwald. Der ist hochleveliger. So, mal schauen. Kann man hier irgendwo nach oben? Ich möchte nur ein Pokémon-Center haben. Sonst muss ich kurz eins entscheiden. Weil sonst hätten wir so. Ist es nicht eines der Starter-Pokémon in dritter Entwicklung von diesem Cheltar?
Also, das kenne ich jetzt weniger, weil ich die Version nicht gespielt habe, nur geschaut habe bei Domtendo. So. Ah, also scheinbar ist da hier nirgends was. Ich habe leider keinen Server, sonst könnte ich eine spawnen. Solches Pokémon-Sender. Wieso sind die immer noch so selten? Das wurde doch immer kritisiert. Oh, ein blauer Opelkoko, den will ich noch nehmen. Ah, das ist eine Ebene. Das ist gut. Genau. Wir gehen zur Ebene und schauen mal, was das ist. Was ist denn das? Felicon. Ein Blatt oder so etwas. Ah, das ist die Raupe. Ja, es gibt so eine Raupe in einer der neueren Versionen, die aussieht wie ein Raupi, einfach mit Blatt unten drunter und kleiner. Das sind Miltanks dort hinten, die backen, ah nein, die kämpfen wahrscheinlich. Payback. Payback ist Gegenschlag, glaube ich, oder so, das weiß ich jetzt nicht genau. Also auf Deutsch sind meistens diese Attacken anders als übersetzt. Und Payback gibt, heißt Zahl zurück. Also, oder ist es Zahltag? Kann auch sein. Dort ist etwas Oranges, aber das ist Lava. Mist. Nicht so eine gute Welt gefunden. In der ersten Welt, also die ich einfach so zum Test aufgemacht hatte, habe ich einen Pokémon-Sender gefunden. Dragon Gem. Was ist ein Dragon Gem? Drachenstein. Ah, gibt's, glaube ich. Das ist ein Unsichtbar. Ab, den findet mir. Eine Poketruhe. Abbaubar. Einen Luxusball. Nicht schlecht. Was ist da drin? Ah, das ist ein bisschen von einem Hügel. So, eigentlich wollte ich jetzt irgendwo ein Pokémon angreifen, das ich kann besiegen. Ein Meryl. Ne, nicht mit einem Glumanda. Staralini. Ne. Nein, danke. Ja, es ist leider sehr zufällig. Also, ich habe immer noch Lex. Was ist denn los? Keine Ahnung. Ich mach da mal wieder auf Start auf 1. So. Ja, es gibt leider immer so kleine Mini-Lags. Wahrscheinlich von Fraps. Da muss ich noch ein bisschen ändern. Oh, das ist ein hohes Myriapla. Ich möchte gerne ein Pflanzen-Pokémon haben zum Besiegen. Straweckel, das da. Straweckel, gut. Kratzer. Was, so stark? Oh Gott. Flucht. Gut. Also, dann mache ich das mal hier. Weil, ja, anders geht's einfach nicht gut. Mal überlegen. Ich gehe wahrscheinlich auf dieser Insel wohnen. Wir brauchen eigentlich nicht so viel Platz. Ich möchte einfach so ein bisschen am Meer sein oder so. Ja, hier oben. Dann mache ich einfach hier rüber dann das Haus oder so. Genau. Wir müssen leider das cheaten. Aber ich werde nur etwas cheaten. Oder zwei Sachen cheaten. Weil ein PC brauchen wir auch noch. Cheat-Modus. Poké. Pixel. Und zwar einen PC. Was? Ich habe doch cheat. Ah, wahrscheinlich muss ich eins weiter. Hallo, wieso gehst du nicht?
Wieso kann ich die nicht erschienen? Ja, ich möchte nur cheaten. Oh, habt ihr es schon wieder geändert? Bitte nicht. wie soll ich das machen? Ja, dann mache ich das mit dem Kreativmodus. Mach hier auf Rezeptmodus. Kreativmodus. Game. Wie ist der? Game Mode, glaube ich. One. Genau. Ja. Also, dann mache ich das kurz. Danke. 37, also noch 8 Minuten. Jetzt muss ich gucken, wo das Pixelmon-Zeugs ist. Ah, Custom NPC da. Poké-Loot, Carbon Blocks, Rucksäcke, Custom NPCs, Verschiedenes. Props. Da. Pokébälle, Badges. Ja, die könnten wir auch machen. Also, die könnten wir dann verteilen. Ja, wo bist du? Ist es auch nicht. Oder muss ich einen herstellen? Tauschbildschirm, Super Rang Profi Junges, Table Upgrade, Ice Orb. Da. Nur die zwei Sachen brauche ich und das lege ich mal weg. Also, da. Ein PC und ein Ding. So, und das tue ich wieder raus. Das habe ich jetzt nirgends im Inventar. Hallo? Ah, das Screenshot will ich auch nicht machen. So. Also, nicht lecken schon wieder. Bitte nicht wieder lecken. Ja, ich habe einen Screenshot gemacht. Okay, ein paar Sachen sind leider noch nicht gut eingestellt. Komischerweise, ich hoffe, Fraps beruhigt sich auch gut ein bisschen. Was könnte man noch runterstellen? Details, Wasser. Translucenz Blocks. Machen wir mal Fast, Cloud, Height, ja, das kann ich oben lassen. Gras wollte ich auch Fast machen. So, jetzt schon viel besser, ja. Okay. Oh, da oben will ich ein Haus bauen. Also. Mal schauen, was wir machen. Also eben, interaktives Let's Play, dürft Sachen wünschen. Ja, was ich so bauen soll und was ich für ein Pokémon fangen soll, wie trainieren, welche Attacken, alles Mögliche. Also, macht mit und Dankeschön. Ja, ist noch ein bisschen zu früh, aber ja, den ersten Part möchte ich nicht allzu lange haben. Und dann bin ich jetzt und teile noch kurz das Glumanda für den nächsten Part. Da.
Ja, muss man nur rechts klicken. Jo, den Ton noch ein bisschen lauter machen. Hallo, was ist denn los? Es hakt ein bisschen. So. Also. Ja, jetzt ist gut. Jetzt höre ich auch ein bisschen mehr. Und ja. Tschüss, Leute.